Sie sind hier, 23. Dezember 2018, 17.54 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. James Wade feierte den erneuten Einzug ins WM-Achtelfinale. Urheberrecht Lorenz Lustig, PDC München. James Wade entgeht dem Favoritensterben haarscharf und feiert gegen Keegan Brown einen Comeback-Sieg. Der Gegner von Gary Anderson im Achtelfinale steht fest. Turbulente Nachmittagssession am 11. Tag der Darts-WM im Ali Pally. James Wade setzte sich hauchdünn gegen seinen Landsmann Keegan Brown im Entscheidungssatz mit 4:3 durch. The Machine hatte insbesondere mit seiner Doppelquote erhebliche Probleme und konnte den mutig spielenden Brown lange Zeit nicht wirklich unter Druck setzen. Anzeige, Tickets für das große Public Viewing in Essen gibt es hier. Braun ging folgerichtig verdient mit 2:0 und 3:1 in Führung. Doch Wade zeigte von Buhrufen aus dem Publikum begleitet Moral und erzwang den entscheidenden 7. Satz. In diesem setzte sich der dreifache WM-Halbfinalist mit 3:1 nach Lecks durch und darf somit den Einzug ins Achtelfinale feiern. King unterliegt im Routinier-Duell auch. Mervyn King hat das Achtelfinale verpasst. The King musste sich dem Nordiren Brendan Dolan mit 2:4 geschlagen geben. King, der 2009 noch das Halbfinale erreicht hatte, fand schwer ins Spiel und lag schnell mit 0:2 nach Sätzen zurück. Die Nummer 19 der Welt kämpfte sich jedoch mit zunehmender Dauer besser ins Spiel und konnte zum zwischenzeitlichen 2:2 ausgleichen. Doch Historymaker Dolan verhinderte das Comeback und entschied mit seinem ersten Matchstart das Spiel schließlich verdient für sich. Anderson-Gegner steht fest. Im ersten Spiel der Nachmittagssession ist mit Vincent van der Voort der nächste Niederländer in der dritten Runde ausgeschieden. The Dutch Destroyer unterlag dem Briten Chris Dobey nach 7 hart umkämpften Sätzen mit 3:4. Anzeige, jetzt das Starter-Set sichern. Hier geht es zum Sport 1 Stats Show. Bei einem relativ schnellen Spiel konnte sich keiner der beiden Spieler entscheidend absetzen. Am Ende entschied die Dobey das Duell dank des besseren Averages 97,87% und der besseren Doppelquote 51,61 im Entscheidungssatz für sich. Dobey trifft nun im Achtelfinale auf den zweifachen Weltmeister Gary Anderson. Holen Sie sich die Sport 1 der ZEP. Livestream, Turnierbaum, News, Videos. 20 Uhr im Livestream, ab 20.45 Uhr live im TV auf Sport 1. Adrian Luis, Darius Laban aus Gas im Live-Ticker, Nathan Aspinall, Kyle Anderson im Live-Ticker, Rob Cross, Christo Reyes im Live-Ticker. Service hier zum kompletten Spielplan der Darts WM 2019. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.